Moin Leute, heute geht es um die Instandsetzung einer Märklin-Lok R950 aus den Baujahren 1927 bis 1933. Vorliegend ging es bei dieser Lok darum, dass hier die Galeriestange rausgefallen war. Zwei Halterungen dieser Galeriestange waren noch vorhanden, allerdings keine Schrauben, die hatte ich allerdings noch. So wie eine Halterung musste ich in einem ganz langwierigen Verfahren erstmal passend machen, dass man sie auf die Stange raufziehen konnte. So, wie bekommt man diesen Motor heraus? Hier hinten befinden sich hier und ich zeige das mal und hier befinden sich die Halterungen des Motors entsprechend dort. Und wir haben hier zwei Löcher. Das geht dann auch hier an den Motor ran. Was muss man zuerst machen? Ich habe es erst nicht hinbekommen, aber dann doch noch hingekriegt. Die Treibstangen müssen abgeschraubt werden. Die sind mit Schrauben befestigt, die eine ganz winzige Nut nur haben. Was ist ja hier? Das muss man mit der Zange muss man das abbauen, abschrauben vorsichtig. Anders kriegt man das bei diesen alten Dingern nicht mehr ab. Hier ist der Motor. Was muss man noch machen? Man muss natürlich hier die Knöpfe vorher abschrauben. Wie gesagt, die Treibstangen abschrauben und dann zieht man das Ganze ganz genüsslich und vorsichtig raus. Und denkt bitte dran, dass hier ja natürlich auch noch die Schaltstangen dran sitzen. Also man zieht das Ganze mehr so nach vorne weg raus. So, wie befestigt man diese Galeriestangen, wenn sie locker sind? Man kann hier sehen, auf der einen Seite fehlt schon eine Schraube da. Die ist schon irgendwann mal rausgefallen. Und wie gesagt, auf der anderen Seite war gar nichts mehr. Das war alles schon komplett rausgefallen. Das muss man dann entsprechend wieder festschrauben und die Lok dann andersherum wieder zusammenbauen. So, wie man sieht, ist jetzt alles befestigt. Schön festmachen. Denn so eine Lokomotive, die rüttelt ganz schön beim Fahren. Galeriestangen sind dran. So, perfekt. Jetzt geht's an den Zusammenbau. So, nochmal wichtig zu zeigen: dieser äußere Motorrahmen muss außen sitzen. Ich zeige das mal von unten. Da sieht man das. Muss außen angeschraubt werden. Zudem hat man hier Spiel. Das ist, um hier die Öffnung für den Schlüssel so zu halten, so einzustellen, dass der Schlüssel nirgendwo am Rahmen schrammt. So, der Motor wird eingesetzt von dieser Seite, von hier nach da, und zwar möglichst in dieser Richtung, um die beiden Stangen hier wieder einfädeln zu können. So, das ist jetzt soweit erstmal zusammen. So, die Lok ist wieder zusammengeschraubt. Ich habe allerdings hier noch etwas, wie man sieht, hier noch ein paar Tropfen Sekundenkleber dran gemacht, weil das etwas locker war. Und hier bei den Schrauben, die auch etwas durchdrehten, habe ich das auch angepunktet an einer Stelle, damit das sicher sitzt und sich nicht lockern kann. Und zusätzlich muss man bei diesen kleinen Schräubchen hier darauf achten, dass man die mit der Zange vorsichtig anzieht. Die müssen ein ganzes Stück weit reinsitzen, aber sie müssen auch noch etwas, wie man sieht, etwas Spiel haben, damit die Lokomotive nachher wieder vernünftig läuft. So, jetzt lasse das jetzt erstmal trocknen. Und dann ist das wunderbar. Die Maschine ist wieder hergestellt und funktionsfähig. Und vor allen Dingen optisch auch wieder mit zwei Galeriestangen ausgestattet. So, das trocknet jetzt hier alles so ein bisschen. Bei diesem Zahnrädchen hier, diesem kleinen, habe ich gemerkt, dass es etwas viel Spiel hat. Das könnte unter anderem daran liegen, dass die Lok nicht mehr hundertprozentig ihre Federkraft abfährt. Aber nach um die 80 Jahren Spielbetrieb kann man auch nicht davon ausgehen, dass das alles wie neu ist. Also insgesamt habe ich den Zylinderblock jetzt nochmal gesichert mit Klebstoff. Und wenn das trocken ist, wird das auch halten.
Die Lok ist also insgesamt mit beiden Galeriestangen jetzt wieder hergestellt. Hier sieht man das auch nochmal. Und kann dann wieder auf die Anlage. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.